und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir sind nach wie vor in Nürnberg auf der Spielwarenmesse am Stand von Pegasus. Bei mir ist immer noch Max. Und wir schauen uns jetzt mal die Erweiterung für Sagrada einmal an, was die so mit sich bringt und wie die das Spiel denn verändert. Genau, die Erweiterung von Sagrada, würde ich sagen, ist immer so die zwei Dinge, in die man es einteilen kann. Das Offensichtliche und Schöne natürlich. Wir können plötzlich mit bis zu 6 Spielern spielen. Das ist so das, finde ich immer das nette Gutzel, wenn einfach Spiele mit mehr Leuten gehen. Und ansonsten haben wir hier nochmal ein paar neue Komponenten, auf die wir vielleicht einfach kurz eingehen können. Zum einen haben wir hier quasi mehr oder weniger nützlich für den einen oder anderen einfach eine kleine Würfelschale. Das heißt, diese Würfeltrays, viele Menschen kaufen die sich ja dann immer für teuer Geld und riesengroß selber. Hier hat man einfach direkt mal eins dabei. Ansonsten kommt das Spiel nach wie vor, wie auch das klassische oder die Grundversion, quasi hier mit neuen Bauplänen und neuen Aufträgen und diesen zwei Tableaus, also nicht zwei, es sind natürlich insgesamt 6, wir haben gerade hier nur 2 ausliegen, die mehr oder weniger eine neue Spielvariante mit sich bringen, wo ich quasi die Wahl habe, ob ich die Würfel blind aus dem Säckchen ziehe oder eben auch meine personalisierten Würfelteller benutze und damit quasi mehr Planbarkeit und auch ein schnelleres Spiel ermögliche. Weil an sich ist ja gerade jetzt auch kein besonders langatmiges Spiel, aber damit schaffe ich es quasi gerade vielleicht auch bei 6 Spielern einfach noch die ungefähre Spielzeit auf der Spielbox einzuhalten, so 30 bis 45 Minuten. Aber ohne die Variante, denke ich, sind wir dann schon eher so bei 45 bis 60. Also zu 6, wohlgemerkt. Ne? Also nicht zu dritt oder weniger. Werden diese Würfel denn zu Spielbeginn aus dem Sack beliebig gezogen und dann bestückt praktisch das einzelne Spielertableau? Genau, richtig. Okay. Hast schon, ohne die Regeln zu kennen, ideal erklärt. Ja, wunderbar. Ich glaube, dann haben wir soweit alles zu Sagrada und dann schauen wir nochmal uns das letzte Spiel an. Bis gleich.